Das Weiden ist eine Herzensangelegenheit von Leli. Wir sind der Meinung, eine Kuh, die soll Gras fressen, die soll auf die Weide raus und die soll sich bewegen. Also einerseits aus Sicht von der Kuh, auf der anderen Seite, irgendjemand soll unsere Milch am Schluss auch kaufen, dann soll die Schweizer Milch einen Mehrwert haben. Und darum sind wir der Meinung, eine Kuh gehört auf die Weide. Aber wir sind uns auch bewusst, es kann und es wird und es soll auch nicht jeder Betrieb Vollweide machen. Sondern wir haben ein Konzept und eine Idee für Betriebe, die sagen, ich mache Wellness, Fitnessweide bis zu Vollweide, 100%, wo man von März oder April bis Oktober nichts futtert im Stall. Da geht alles mit dem Roboter. Und das ist eigentlich das, was wir zeigen wollen. Egal, was für Strategien es gibt, wir müssen die gut umsetzen und wir helfen mit, dass eben die Kühe aufs Gras raus können und wie das funktioniert. Ja, beim Frühling haben wir den ersten Tag haben wir alle einfach durch das offene Weide hier durchgelassen, dass wir alle draußen sind, dass alle mal ein bisschen Umsegler machen. Ja. Und dann haben wir natürlich vom zweiten Tag an schon angefangen mit Schalten. Ja. Und dann in den ersten paar Tagen habe ich bis zum Mittag geschaut, dass die Kühe, die es noch nicht kennt haben, von letztem Jahr, weil sie neu waren über den Winter, dass die dann gezeigt haben, nach dem Melken schnell rum als Weidetag geführt. Ja. Und dann so hat sich dann nach einer Woche, oder nicht einmal eine Woche, recht gut eingependelt. Da haben sie dann alle gecheckt. Ja. Gut, wir haben jetzt Glück, ich habe hier hinten raus 8 Hektar Weide, muss keine Strasse mehr schauen, nichts. Das haben natürlich nicht alle zur Verfügung, ja. Das ist schon ein bisschen. Ja. Im Frühling ist es möglichst früh, eben so Ende Februar, Mitte März, haben wir, je nachdem, dass ich wirklich gute Wasser habe, fange ich früh an mit Weide. Ja. Dann ist eben, im Frühling ist von morgen um 7 Uhr bis um 4 Uhr raus. Und im Sommer da fange ich dann aufzustellen, dass es nachts raus können. Ja. Und dann in der Regel so, die Nacht vom 11 Uhr, 12 Uhr. Ja. Dann habe ich morgen vielleicht noch 50 Kühe im Stall. Ja. Ja, es verteilt sich halt am schönsten so. Oder eben, sie fressen den sehr schön und gehen wirklich in die gewolken sind, gehen wirklich raus. Und am Morgen kein Loch, ja, dann wirklich schön. Und haben wir Melchung da. Weil die Nacht hat man normal so bis um 12 Uhr läuft es gut, die Nacht. Und nachher ist es einfach ruhig im Stall, es läuft zu wenig. Das ist auch witzig in der Fall. Und nachher vom 12 Uhr, dort alles nicht raus können, ja, gibt es wieder eine Stimmung im Stall. Oder sie gehen dann, gut, ich merke es nicht, weil ich schlafe. Ja. Aber sie gehen dann und da eigentlich die Nacht noch mehr Melchung, ja, bis die Nacht rausgehen. Ja. Am Anfang habe ich immer gesagt, ja, da geht doch nicht weit und Roboter, weil die wollen alle miteinander raus und alle miteinander rein. Und das Gefühl, eben, ohne Weide da würde es nicht gehen, weil die gehen alle raus und sie kommen nicht rein. Ja. Und so verteilt sich es über den Tag. Ja. Es hat überall ein Kühe. Es ist gleich die Herde, ist ein bisschen verteilt, aber es gibt keine Unruhe, weil alle zueinander wollen. Ja. Ja, die ist eben wichtig, eine ausgeglichene Ration. Ja. Die Sommerration hat einfach ein weniger Eiweiß, wie sie da wieder in der Weide rausholen können. Ja. Aber sonst schaue ich nach, dass ich wirklich das ganze Jahr eine ausgeglichene Ration fahren kann. Ja. Ja, und sie haben auch das junge Gras, oder alles eine Kurzrasenweide ist, wo immer frisches, junges Gras hat, haben sie etwas Eiweiß draussen. Ja. Und eben möglichst früh anfangen, dass das Gras bestocken kann, ja, dass man lagert, dass es wirklich ein festes Wasser gibt. Ja. Ich habe auch im schlechten Wetter mal Weide, ja. gibt nicht eine Sauerei. Ja. Also der Fehler, den ich am meisten sehe, ist, dass die Kühe viel zu hoch im Gras stehen. Oder? Die Bauern haben immer das Gefühl, es müssen relativ viel Gras draussen haben, sonst können die Kühe zu wenig fressen. Und das ist eigentlich gerade falsch. Oder? Theoretisch, die Kühe wollen die Blätter fressen und nicht stängeln. Und wir müssen immer uns denken, wenn ich das Gras mähe und einführe, oder wenn ich Heu oder Silage mache, dann können die Kühe Stängel und Blätter nicht trennen. Aber auf der Weide können sie das und dann machen sie das. Bei einem Quadratmeter jetzt auf dieser Kurzrasenweide sind grössenordentlich 40'000 Trieb getroffen. Da. Und wenn ich jetzt das aufwachsen lasse, dann nimmt natürlich sofort die Triebzahl ab. Das heisst, wenn ich das nächste Mal wieder reingehe, wenn ich es zuerst aufwachsen und dann konserviere, dann ist die Triebzahl nur noch halb so gross. Oder? Also, wenn ich jetzt das vergleiche mit einer Schnittnutzungsweise, dann sind vielleicht 12'000 Trieb pro Quadratmeter. Oder? Das ist Faktor 3 und grösser. Oder? Das muss man sich bewusst sein. Das ist eigentlich wichtig für die Weide. Früher war immer eben die Meinung, Roboter, wenn ich weide, kann ich weniger Kühe melken. Und auf einmal haben die Praktiker herausgefunden, dass wenn man Roboter mit Weide kombiniert, schlau mit einem Weideton, dass man eigentlich gerade im Frühling, wenn es so richtig schön läuft, dass man mehr Kühe kann melken mit dem Weiden, weil du eigentlich immer die starken Kühe, also an einem schönen Frühlingstag wie heute, sind die starken Kühe sind auf der Weide und die schwachen sind noch ein bisschen drin und können viel schöner melken. Eigentlich gut ausgelastete Roboter mit dem Weidegang erhöht die Kapazität des Melkroboters. Systemfreier Kuhverkehr bringt eine extreme Ruhe in die Herde. Wir haben nie Kühe, die umeinander stehen. Wir haben nie einen eigenen Warteraum, wo sie eingesperrt sind. Man gibt der Kuh das Vertrauen, dass sie ihren Job machen soll. Und das ist wie bei den Menschen. Wenn man Mitarbeitern das Vertrauen gibt, dann wird er viel ruhiger. Und das ist eigentlich das, was wir hier sehen. Die Herde die stört es nicht, wenn wir hier im Weg umeinander stehen. Wichtig ist, dass man auch draußen
Wasser gibt. Man muss sich vorstellen, wenn eine Kuh eine trockene Schnorre überkommt, dann frisst sie draußen nicht mehr und dann tut sie auch nicht schön zu Boden fressen. Und darum ist es gerade speziell im Sommer wichtig, dass sie draußen saufen können. Sie fressen da einfach viel rüber. Das Ziel ist ja, wir müssen Weidegras einbringen in die Kühe, dass die Kühe draußen auch etwas machen und nicht nur einfach umeinander laufen. Wieso gibt es Milch? Die wollen raus im Frühling. Die merken, wenn das Gelände ist, haben wir im Sommer in den Anigweiden und da hinten ist sonnig. Am Abend ist der Auslauf verschissen. Alles. Die stehen da zunehmen, wie die Kuh will einfach, die will da zunehmen, die will raus. Und eben, es ist natürlich so für die Kuh und das billigste Futter und so. Ja. Könnt es gratis holen, ja. Das ist das andere. Ja. Ja, und imagemässig ist es auch noch ein bisschen. Ja. Die Kühe von außen auf der Weide ist einfach da, wo. Ja, und eben, es funktioniert mit viel Milch und Weide. Ja. Das ist machbar. Ja.